Okay. Ich dachte mir, meinen Home-Anzug lasse ich mal dann weg. Ja, genau, Trainingsanzüge sind da auch nicht so. Aber ich sehe gerade, dass mein schöner Pin hier, jetzt machen wir das mal so, wie die Fußballer das machen. Oh genau, brande dich mal ordentlich. Brande mich mal. So nach dem Motto, als hätte ich einen Sponsor, aber der Sponsor sind wir selber. Beste Grüße. Kriege ich das denn da dran? Das ist sinnvoll aus. Ja, das freut mich natürlich. Also das, was ich mir vorgestellt habe, das, was ich mir gewünscht habe, ist zu 99,9% in Erfüllung gegangen. Und von daher, ich persönlich bin zufrieden. Das, was ich von den Leuten persönlich an Infos, an Feedback bekommen habe, das, was ich in Blogs gelesen habe, was ich über Twitter gelesen habe, ist auch durchweg positiv. Die eine oder andere Anregung, aber das ist, gehört zu so einem Format dazu, muss einfach auch sein. Das ist ja ein lebendes Format, wenn man so will. Und von daher, ich bin mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Kann ich nur so sagen, ja. Neue Lernräume war das Stichwort. Und durch die offene Struktur, also es gab keine abgeschlossenen Räume, es gab auch Diskussionen drüber, würdest du es heute wieder so machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Und ich nehme aber gerne die Anregung, ich weiß nicht in welchem Blog, doch bei Karl-Heinz Pape im Blog habe ich es gelesen und es war, glaube ich, ein Kommentar von Lisa Rosa und den würde ich direkt übernehmen. Das sind diese 0,01%, die ich eben gemeint habe. Ich hätte einfach ein paar mehr Stellwände ausleihen sollen und dann hätten wir genau das hinbekommen. Das heißt, wenn der Wunsch nach Distanz da ist, hätte man einfach Stellwände dazwischen packen können. Dann hätte man aber trotzdem nicht diese Räumlichkeit komplett unterbrochen, also die Offenheit wäre nicht geschmälert worden. Aber man hätte so ein, wenn es halt gewünscht ist, eine gewisse Distanz herstellen können. Auf jeden Fall, ich bin schon so echt am Überlegen, wie die nächsten Edu-Camps aussehen. Ich hoffe, dass in Bielefeld das auch eine ähnliche Räumlichkeit gefunden werden kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle weiteren Edu-Camps in so einer Räumlichkeit hinbekommen. Weil wenn ich die vergleiche mit den Seminargebäuden und den Hörsaalgebäuden, die wir sonst hatten, hat das schon zu, ja, das Matching zu dem, was wir uns immer vorgestellt haben, war ich erreicht und von daher alles andere, zumindest für mich persönlich, wäre alles andere wieder ein Rückschritt. Aber das ist, damit will ich natürlich nicht auch das Engagement derer, die die nächsten Edu-Camps organisieren und vielleicht sagen, diese Räumlichkeiten können wir gar nicht bieten, da kann ich es nicht organisieren, will ich damit nicht schmälern. Ich glaube auch, dass man in normalen Räumlichkeiten, in normalen Hörsälen das hinbekommen kann. Wenn man sich Hörsälen vielleicht nicht, aber in Seminarräumen kann man das hinbekommen. Vielleicht muss man sich dann nur direkt darauf auf so ein paar Standards einigen, dass man zum Beispiel Tische komplett rausnimmt, irgendwo an die Ecke stellt und dass man die Türen so verankert, dass sie nicht schließbar sind, dass man da diese offene Kultur zumindest ein bisschen mit reinnimmt. Du kannst ja inzwischen auf eine ganze Reihe von Edu-Camps zurückblicken. Wo würdest du das letzte, das Bremer, verorten? Puh, das ist natürlich eine schwere Frage. Also so eine Rangfolge würde ich auf gar keinen Fall machen. Man muss feststellen, dass die Edu-Camps an sich, die Reihe, sich immer weiterentwickelt. Also sie macht Schritt für Schritt, geht sie weiter nach oben. Sie hält sich auch mal auf einem Level und macht dann erst wieder den nächsten Entwicklungsschub. Aber das ist ganz normal. Also ich persönlich war ja an der Organisation vom 1., 3. und jetzt dem 7. ja, zu nahezu 100% involviert. Und ich weiß nicht, also alle haben, also wir sind, das muss man dazu sagen, das erste Edu-Camp ist relativ hoch schon eingestiegen. Also es hatte damals schon beim ersten Edu-Camp sehr, sehr positive Resonanz. Und das hat uns, hat es den Nachfolgenden relativ einfach gemacht, weil man auf etablierte Wünsche der Teilnehmenden reagieren konnte und die einfach wieder umgesetzt hat. Da waren dann immer Verfeinerungen mit dabei. Wir haben das immer versucht, ein bisschen auszubauen, das eine oder andere mit hinzuzunehmen, bestimmte Sachen, die nicht so gut angekommen sind, wieder wegzunehmen. Und genauso war es jetzt auch hier beim Bremer Edu-Camp. Auch da habe ich versucht, aus den Erfahrungen der letzten Camps zu lernen und zu sagen, okay, wir setzen das hier ein Stück weit anders um. Zum Beispiel habe ich auf eine Diskussionsrunde irgendwie geladene Gäste komplett vollständig verzichtet und habe mich als Organisator zurückgezogen, was die inhaltliche Ausgestaltung angeht und habe gesagt, okay, das Einzige, was ich biete, ist der Rahmen. Und zu dem Rahmen gehört halt auch der Programm, wie zum Beispiel die Twitter-Lesung oder das Google-Quiz. Das fand ich als Organisator
wichtig, dass sowas da ist, dass man sagen kann, okay, jetzt auch mal was anderes tun. So, wir haben jetzt Inhalte geliefert, also aus der Sicht der Teilnehmer, wir haben jetzt Inhalte geliefert, jetzt möchten wir aber auch ein bisschen wieder was erleben können, was nebenbei erleben können. Stichwort Edutainment. Was Richtig. Glaubst du denn, hat sich in der Besucherstruktur was entwickelt, verändert? Also das ist echt ein Punkt, der mir wirklich immer mehr klar wird. Das EduCamp wird immer attraktiver für Lehrer. Und das finde ich aber gar nicht schlecht, weil die Kultur, die damit reinkommt über die Lehrer, ist richtig interessant und richtig spannend. Und auch, weil es zieht immer noch, die vorherigen Zielgruppen zieht es immer noch mit an, aber wir haben einen richtig großen Anteil an Lehrern dabei. Ich habe hier so eine Umfrage parallel zum EduCamp durchgeführt. Da haben zu dem Moment, wo ich es ausgewertet habe, irgendwie 44 Leute geantwortet. Und von denen war ein Viertel waren Lehrer. Und das ist schon nicht schlecht, wenn man das jetzt hochrechnet auf die 120 bis 150 Teilnehmer, ist das gar nicht schlecht. Das ist ein guter Anteil an Lehrern. Und es macht einfach Spaß, mit denen zu diskutieren. Zumindest das, was ich mitbekommen habe, wie die anderen diskutiert haben und ich so am Rande mit ihnen diskutiert habe. Also da kann man schon eine Tendenz an der Teilnehmer feststellen, dass es tendenziell mehr in Richtung Lehrer geht, was aber der Gesprächskultur im Moment nur förderlich ist. Hast du den Eindruck, dass bei der digitalen Nachbereitung sich was verändert dadurch? Also mehr oder weniger Blogbeiträge, Diskussionen im Nachhinein und so weiter? Das ist natürlich eine schwere Frage. Also was jetzt die Nachbereitung von Blogs, also der einzelnen Blogs von den Lehrern sozusagen angeht oder Nicht-Lehrern angeht, glaube ich, sind wir auf einem Level, immer noch auf dem Level, wie wir das kennen. Also wir haben eigentlich immer gute Reflexionsbeiträge bekommen und schöne Zusammenfassungen. Es wird auch noch auf der Mix-Seite gibt es auch eine schöne Berichterstattungsseite, wo man schön im Überblick sieht, was da alles für Beiträge schon entstehen. Und von daher ist das auf einem konstant sehr, sehr guten Level. Wir haben uns für Bremen, oder ich habe mich für Bremen da versucht, ja, ein Stück weit gerade was mit der Dokumentation zusammenhängt, das noch ein Stück weit nach oben zu treiben. Weil das war bisher durchweg, mal war es besser, mal wieder schlechter, eines der Punkte, die angesprochen worden ist, wo man gesagt hat, okay, wir haben so viel Kompetenz eigentlich, bringen wir in diese Veranstaltung rein, auch was das Dokumentieren angeht, über Etherpad-Nutzung und digitale Medien, die wir auf verschiedenste Art und Weise eigentlich nutzen, aber trotzdem bekommen wir es nicht hin, eine Dokumentation zu liefern, die für auch Außenstehende sagen, wo auch Außenstehende am Ende sagen können, ey, super, das hat da stattgefunden. Und dem habe ich mich mehr oder weniger versucht, ein Stück weit anzunehmen, gerade auch so über diese Session Summaries, wo wir die studentischen Hilfskräfte gesagt haben, okay, wir haben hier einen Satz von Flipcams, die sind einfachst in der Bedienung, geht zu den Sessionleitern hin und nachdem sie ihre Session abgehalten haben, lasst sie in 140 Sekunden sagen, was ist denn da gewesen. Und so haben wir es jetzt hinbekommen und ich habe heute Morgen die letzten eingestellt. Wir haben vom Samstag 23 dieserartigen Dokumente und vom Sonntag 10. Das heißt, wir haben 33 dokumentierte Sessions in dieser Form, in diesen 2 Minuten, in diesen wirklich knappen Einheiten. Und ein großes Lob an die studentischen Hilfskräfte. Die haben es wirklich sehr, sehr gut verstanden, die Leute da auf den Punkt zu bringen. Und auch die Session-Teilnehmer haben es natürlich als Antwortende sehr, sehr gut hinbekommen, einen sehr, sehr guten Eindruck dessen zu vermitteln, was in ihrer Session stattgefunden hat. Das heißt, es macht Spaß, da reinzuschauen und dann, wir haben alle Videos auch dann jeweils mit der Session-Dokumentation verlinkt. So, das heißt, ich kann mir so einen Eindruck bekommen, 33 mal 2 Minuten, so in einer guten Stunde kann ich das durchgucken und weiß, was auf dem EduCamp passiert ist, kann im gegebenenfalls einsteigen, in die Tiefe gehen. Und das ist, glaube ich, das, was man von einer adäquaten Dokumentation bei solch einem Camp erwarten kann. Und ich hoffe, dass es auch entsprechend bei den Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern, die halt nicht da sein konnten, ankommt. Du bist ja, was akademische Veranstaltungen angeht, sehr gestählt. Und wenn du jetzt diese Art von Matrix-Dokumentation, die Video-Interviews und die ganzen Etherpads anschaust und das mit einem klassischen Tagungsband vergleichst, wo findest du die Vor- und Nachteile?
sagen wir es mal so, so eine klassische Konferenz, da haben wir dann so ein tolles PDF. Inzwischen gibt es ja zumindest bei manchen Konferenzen PDF. Ansonsten wird das noch auf Holz gedruckt und dann kriegt man dann so ein schönes Buch in die Hand gedrückt. Und das ist, da haben wir schon den ersten großen Nachteil des Ganzen. Das Ding ist festgehämmert, das ist festgezimmert und da lässt sich nichts dran ändern. Bei uns haben wir eine Dokumentation, die erstens dem multimedialen Standard gerecht wird, den man zumindest von so einer Mitmachkonferenz erwartet. Und zum anderen sind das natürlich alles, diese Dokumentationen sind auf Wiki-Seiten entstanden oder entstehen auf Wiki-Seiten. Und da ist der klare Vorteil. Das Ganze ist dynamisch. Da ist meistens auch noch eine Forumsdiskussion mit angehangen. Das heißt, ich kann sogar im Anschluss weiterführen, weiter diskutieren, kann Ideen weiter daraus generieren. Und das finde ich ist ein klarer Vorteil gegenüber so einem starren Konferenzband, der, naja, klar, sich in der Vita jedes Akademikers nett macht, zurzeit noch. Und klar, das ist natürlich ein Unterschied. Also ich kann wahrscheinlich oder Wissenschaftler können wahrscheinlich nicht angeben, da und da die Session habe ich gehalten und das ist die Dokumentation. Gut, vielleicht ist das irgendwann mal so. Ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen Wissenschaftler sagt sich, das kann ich auch damit angeben. Das ist durchaus auch ein Dokument meiner wissenschaftlichen Leistung. Aber ja, also ich denke, das ist ein klarer Vorteil dieser dynamischen, sich entwickelnden Dokumentation. Der Unterschied zu einer klassischen Papiervariante. Also ich glaube, das ist ein typisches Merkmal eines EduCamps. Man muss einfach dabei sein. Und es reicht nicht zu sagen, ich verfolge das über Twitter, ich verfolge das über einen Livestream. Das ist nicht dasselbe und das bestätigt das ja eigentlich nur, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, diese 2-Minuten-Statements, die sind super, die bringen es auf den Punkt. Aber die richtige Diskussion findet halt vor Ort statt. Da kann man sich selber einbringen. Und das ist ja das Spannende, dass ich sagen kann, ich kann theoretisch auch eine Diskussion in die Richtung lenken, wie ich es möchte. Und das kann ich halt nicht machen, wenn ich mir die Konserve anschaue. Also klar, wenn es eine richtig spannende Diskussion ist, dann macht so eine im Nachhinein so ein Dokument auch sehr viel her, weil ich mir nochmal einfach sagen kann, da waren so viele Argumente drin, die möchte ich einfach mir nochmal anschauen. Also gerade für die Aufbereitung, für diejenigen, die teilgenommen haben, ist das bestimmt sehr, sehr wertvoll. Weil sie einfach nochmal sagen können, wo war der eine oder andere, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, die können das dann nochmal sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber für diejenigen, die nicht vor Ort waren, ist es natürlich schwer dann zu sagen, warum haben sie jetzt denn in die Richtung diskutiert oder nicht in die Richtung diskutiert. Und von daher, diese Veranstaltung ist eine Mitmachkonferenz, die von außen nur schwer, also die Teilhabe von außen ist möglich, aber die richtige Teilhabe ist nur vor Ort möglich. Welchen Stellenwert trotz der Teilnahme, die du vorhin angesprochen hast, welchen Stellenwert gibst du dem Livestreaming? Wenn es als ein, als ein TV läuft, also wenn wir sagen, wir haben da Beiträge drin, wirklich so, wie wir es am Anfang ja auch geplant haben und ich glaube zumindest teilweise umsetzen konnten, ich konnte mir den Livestream leider nicht angucken, aber wenn wir sagen, okay, wir machen da extra Beiträge, dann kann das richtig gut sein. Und ich glaube, man sollte sich auch auf einen Channel fokussieren, wo man sagt, okay, das ist der EduCamp-TV-Kanal und hier liefern wir für die Außenwelt diejenigen, die nicht da sein können, Inputs. Das passiert hier. Das kann mal eine Session sein, ich glaube, so haben wir es auch gemacht, einmal eine Session sein, das kann auch mal eine Diskussionsrunde sein und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, wir sollten Abstand davon nehmen, wie wir es in Ilmenau damals versucht hatten, wo wir jeden einzelnen Sessionraum gestreamt haben. Ich glaube, dass das nicht notwendig ist. Wenn es als Aufzeichnung dient, gegebenenfalls, aber ansonsten sollte man sich, glaube ich, auf einen hochwertigen Stream verlassen, der wirklich funktioniert, wo Contents kommen, vielleicht auch Contents über das, was vor Ort passiert, hinaus drin sind, wie diese Diskussionsrunde, die ihr mit Lisa Rosa und Co. gemacht habt. Also das ist ein Mehrwert und den sollten wir auch aufrechterhalten. Das sollten wir auch in Bielefeld wieder versuchen, da einen Livestream hinzubekommen. Also ich muss ja feststellen, dass das ganze Thema der EduCamps und das, was auf diesen EduCamps passiert, nicht ganz spurlos an den etablierten Veranstaltungen vorbeigeht. Das sieht man zum einen darin, dass eine sehr etablierte ein sehr etabliertes Konferenzformat in diesem Bereich, die GMW-Tagung, also Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, auf uns zugekommen ist und gefragt hat, wie sieht das denn aus? Das Format ist interessant. Können wir nicht unsere Pre-Conference
in der Richtung organisieren. Das heißt, da findet schon so ein Stück weit eine Öffnung statt, wo man sagt, okay, da scheint sich etwas zu entwickeln, was ein Format ist, was gerade von Nachwuchswissenschaftlern, von Lehrern und ganz anderen Zielgruppen, die sie über ihre Konferenz bisher nicht erreicht haben oder gar nicht erreichen können, dass die über dieses Format erzielt wird oder angesprochen wird und man dann ein Stück weit dieses Format mitnehmen will. Und von daher ist das schon für die Edu-Camps nicht schlecht, dass wir mit unserem Format es hinbekommen, diese Art der Zielgruppe, diese Art des Inputs, diese Art des Austausches zu erzielen. Klar, das ist jetzt gerade für etablierte Wissenschaftler vielleicht nicht das Attraktivste. Wir haben auch dieses Mal nicht ganz so viele etablierte Wissenschaftler gehabt. Vielleicht macht das aber auch gerade den Flair oder den Spirit dieser Veranstaltung aus. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, diejenigen, die da waren, sind mit sehr, sehr vielen Eindrücken, wichtigen Informationen, gehen die nach Hause und haben wieder neue Ideen, neue Projekte und vor allen Dingen neue Kontakte und können jetzt wieder Luft holen für das nächste halbe Jahr, richtig schön arbeiten und in einem halben Jahr treffen wir uns wieder und dann geht das Ganze wieder, dann findet man sich wieder zusammen, da kommen wieder neue Kontakte dazu. Also ich finde das ein sehr, sehr lebendes Format und es macht mir persönlich aus der Seite des Organisators, aber ich habe ja auch schon an EduCamps teilgenommen, macht das immer wieder sehr, sehr viel Spaß und ich finde auch diesen Turnus von einem halben Jahr gar nicht so schlecht, weil so ein halbes Jahr hat man zum Verschnaufen, dann stößt man neue Projekte an, da trifft man neue Leute, hat neue Ideen, geht auf so ein EduCamp, da tauscht man sich wieder mit den alten Bekannten und wieder neuen Gesichtern aus. Und dann geht's wieder in die, also diese Phase, dieser Rhythmus, diese Welle, die macht durchaus Sinn. Ich glaube, dass ein Jahr schon fast zu viel ist. Gerade in so einem Thema, wo wir heute über Twitter und Etherpad reden und gestern über Second Life und XY. Und da gehört es einfach dazu, dass man sich schnell und aktuell austauscht. Vielen Dank, Lutz, dass auch für diese Nachberichterstattung jetzt und vor allen Dingen auch für das Live-Dasein. Das ist halt, man braucht Leute, die vor Ort da mit Kamera stehen und Sachen auch festhalten. Und wo man, also man hat ja gemerkt, die Leute lechzen danach. Ich habe über Twitter gelesen, jetzt sind schon 3 Tage rum, wo sind denn die Aufnahmen vom Medientag? Das sind halt so bestimmte Dokumente, da erwarten die Leute inzwischen. Auch die da waren, erwarten einfach, da muss es doch irgendwas geben. Ihr habt doch bestimmt was aufgezeichnet.